Willkommen zum Wochenrückblick bei CCM TV, BKF, Ihrem Burgenlandsender. Die schönsten Dirndln und die besten Weine wurden in Eisenstadt bei den Wein- und Genusstagen präsentiert. Im Rahmen der Eröffnung wurde die burgenländische Weinkönigin Anna die Erste zur österreichischen Weinkönigin gekrönt. Die Wein- und Genusstage in Eisenstadt 2017 wurden mit einem Festtag in Anwesenheit zahlreicher Politiker und Festgäste eröffnet. An rund 60 Ständen in der Fußgängerzone stehen Besuchern bis zum Sonntag Weine und kulinarische Spezialitäten von Ausstellern aus dem Burgenland und aus Partnerregionen aus Deutschland und Italien zur Verkostung bereit. Die Wein- und Genusstage zeigen auf, dass das Burgenland in vielen Bereichen zu einem Qualitätsbegriff geworden ist. Das Burgenland weiß, wie auch die Erfolge im Tourismus zeigen, mit Wein, Kultur und Kulinarik zu punkten. So Landeshauptmann Hans Niesl in seiner Eröffnungsrede. Die Wein- und Genusswoche in Eisenstadt ist eröffnet und wird noch bis zum Wochenende andauern. Man soll aber den Tag nicht vor dem Abend loben, heißt es so schön. Eine gute Ernte heuer, Frau Landesrätin. Ich glaube, also man kann mit der Weinkost zufrieden sein. Schon verkostet was? Na natürlich, die erste Lese ist übrigens auch schon für die Jungweine im Gange. Ja, Sie haben absolut recht. Das ist natürlich ein Fest der Superlative, wo unsere burgenländischen Spezialisten von 1000 Menschen verkostet werden können. Zum zweiten, ja, wir freuen uns auf eine gute Weinernte. Viel kann das Wetter jetzt nicht mehr anrichten, ein paar Sonnentage, ein bisschen noch vielleicht nass von oben, aber das wird ein gutes Weinjahr. Gute Qualität und vor allem wird da sicher die Süße dann drinnen sein. 3 Tage dauerte das 55-jährige Jubiläumsfest des Musikvereins Frohsinn in Marz. Der Musikverein Frohsinn Marz feiert heuer sein 55-jähriges Jubiläum. Den Anfang machte am Freitag der Heimatabend und am Samstag ging es mit Blasmusikkapellen aus der Umgebung weiter. 6 Musikkapellen aus Marz und Umgebung marschierten mit klingendem Spiel zum Festzelt. Im mehr als vollen Festzelt ging es dann natürlich mit viel Musik weiter. Gutes Essen und Getränke rundeten das Jubiläum ab. Wir sind hier im Marz beim Dreitagesfest der Musik anlässlich 55 Jahre Jubiläum des Musikvereins Frohsinn Marz. Heute ist der 2. Tag. Wie zufrieden sind Sie bis jetzt? Ich glaube, dass der gestrige Abend schon sehr gut besucht war. Die Musik war ausgezeichnet, es war ein buntes Programm. Und am heutigen Tag haben 6 Musikkapellen aus der Umgebung zum 55-Jahr-Jubiläum des Musikvereins Frohsinn Marz gratuliert. Und heute ist das Zelt sicher genauso wie morgen am Sonntag bombvoll. Letztes Wochenende fand am Veranstaltungsplatz in Mattersburg zum 3. Mal eine Open-Air-Galerie des Künstlervereins hinterm Leiterberg statt. Mehr als 30 Künstlerinnen stellten bei herrlichen Spätsommerwettern ihre Werke zur Schau. Gezeigt wurde von allen Malereien, aber auch bildende Kunst mit Ton oder Holz. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Bürgermeisterin Ingrid Salomon. Bereits zum 3. Mal wurde die Open-Air-Galerie in Mattersburg geöffnet. Bei schönstem Sommerwetter kamen viele Künstler auf dem Mattersburger Veranstaltungsplatz, um ihre Werke einem interessierten Publikum zu präsentieren. Neben konventionellen Kunstwerken war auch ein Sprayart-Künstler bei der Arbeit zu sehen. Außerdem konnte man sich ein Porträt von einer Künstlerin anfertigen lassen. Im Profil ging das ganz schnell. Als Porträt von vorne müssen Sie mit einer Stunde Modellsitzen rechnen. Das Ergebnis spricht aber für sich. Drei Preise wurden vom VCÖ Mobilitätspreis Burgenland verliehen. Einer für den Stadtbus Eisenstadt, einer für den Pedibus Mattersburg und einer für das Eisenstädter Schulprojekt SAGMO. Eisenstadt und Mattersburg waren die diesjährigen Gewinner des VCÖ Mobilitätspreises Burgenland 2017.
Das Thema war klimaverträglich mobil. Die Stadt Eisenstadt gewann gleich zwei Preise. Den ersten für den Stadtbus und den dritten Platz belegte das Schulprojekt SAGMO. Der zweite Platz wurde an den PD-Bus Mattersburg vergeben und von Bürgermeisterin Ingrid Salamon, Stadträtin Raffaela Strauß, den Kinderfreunden und Schulkindern entgegengenommen. Der Gesamtsieger ist der Stadtbus in Eisenstadt. Was bedeuten die Auszeichnungen für Mattersburg und Eisenstadt? Haben wir die beiden Bürgermeister gefragt. Also für uns ist das eine tolle Auszeichnung. Erstens einmal ist es so, dass die Kinder hier motiviert worden sind, diesen Bedibus, wie er heißt, so zu verstehen, dass sie eigentlich angehalten worden sind, zu Fuß in die Volksschule Mattersburg zu gehen. Ich darf mich wirklich bei der Frau Direktor Strauß und beim Obmann des Elternvereins, beim Herrn Ingenieur Thomas Schack, sehr bedanken. Die haben dieses Projekt gemeinsam erarbeitet, die Kinder motiviert, im Prinzip sich zu treffen auf einen gewissen Platz sozusagen, wie bei einer Bushaltestelle und gemeinsam dann die Schule, zur Schule zu gehen. Und es wurde dann noch erweitert, es gibt richtige Tafeln, so wie bei der Haltestelle, wo Bedibus draufsteht. Und ich glaube, dass das ganz toll ist. Und wie gesagt, wir haben es gehört, 1500 Kinder wurden motiviert und es ist ein ganz ein tolles Projekt. Und gerade in den letzten zwei, drei Jahren haben wir hier irrsinnige Anstrengungen unternommen, um die Mobilität für die Eisenstädter, aber auch für die Gäste und für die Einpendler zu verbessern. Das ist uns mit dem Stadtbus gelungen und das gelingt aber auch mit dem wunderbaren Projekt SAGMO, wo die Schulkinder mit eingebunden sind, über 500 Schulkinder. Also so kann man sagen, Eisenstadt ist auf einem sehr guten Weg, auch im Klimaschutz auf einem Erfolgsweg. Und das ist auch der Hauptpreis sozusagen. Welcher Platz kriegt er? Also der Hauptpreis für uns ist, dass die Menschen den Stadtbus annehmen. Dieses symbolische Hauptpreis, der wird einen Platz im Rathaus bekommen, wo die Leute das natürlich bewundern können. Fünf Gemeinden feierten dieses Jahr ihr 800-Jahr-Fest, bei dem diese Ortschaften das erste Mal urkundlich erwähnt wurden. Wir waren in Winden am See dabei. Vor 800 Jahren wurde Winden am See zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Erwin Breiner, Bürgermeister von Winden, schätzt die Geschichte des Ortes aber viel länger ein. Zum Jubiläum war auch Bundesminister Magister Hans-Peter Doskozil gekommen, um mit den Windernern zu feiern. Die zwei Tage zuvor fand das schon traditionelle Bärenfest statt. Der Höhepunkt des Wochenendes war aber die 800-Jahre-Feier der Gemeinde im vollen Festzelt. Es ist das erste Barbecue-Fest eines Bürgermeisters im Burgenland, nämlich das in der mehrsprachigen Gemeinde Zagersdorf. Bis jetzt hat man dieses sozusagen VIP-Ereignis zumeist mit sportlichen Events in Verbindung gebracht. Neuerdings lädt der Bürgermeister dazu ein. Barbecue ist ein Schlagwort der heutigen Zeit. Zuerst ein Begriff bei großen Events, veranstaltet etwa von Sponsoren für die Fans und VIPs. Neuerdings gibt es Barbecue auch im kleinen Kreis. So etwa in Zagersdorf, wo Bürgermeister Helmut Zackerl zu seinem ersten und zugleich landesweit ersten Barbecue einlud. Ja, es freut mich, dass wir heute hier am Kinderspielplatz, am neuen Kinderspielplatz beim Teich, diese Veranstaltung, dieses Bürgermeister-Barbecue durchführen können. Ich glaube, wir befinden uns hier auf einem besonderen Ort, weil hier auch der Startschuss geschehen soll für mehr Tourismus, für mehr Kinderbetreuung, für den Wohlfühlfaktor Kind, Eltern, Spielzeug auf einer Spielwiese. Es ist neu errichtet worden, die Kinder fühlen sich hier wohl und wenn man sich die Leute hier anschaut, dann hat diese Auftaktveranstaltung, glaube ich, ihren Sinn erfüllt. Es sind viele junge Leute da mit Kindern, die sich einfach wohlfühlen. Ich glaube, Barbecue ist heute ein modernes Schlagwort, vor allem auch bei der Jugend. Burgeressen ist groß in Mode und ich glaube, dass damit auch dieser Zweck erfüllt worden ist. Dieser Platz ist für mich ein besonderer Platz, weil hier auch während der Ferien, speziell jetzt während der Ferien, sehr viele Kinder mit den Eltern hier verweilen. Sie sind hier beaufsichtigt.
Die Eltern können hier den berühmten Dorftratsch unter die Leute bringen. Das heißt, es ist ganz einfach hier eine Wohlfühloase, die was für die Lebensqualität hier natürlich sehr, sehr gut ist. Mit einer Aussendung der Oberwarter Gemeinderätin der Grünen, Maria Ratz, die von anderen Medien ohne Stellungnahme des Oberwarter Bürgermeisters Georg Rosner und der auch betroffenen Stadträtin Ilse Benke übernommen wurde, beginnt der Kritikreigen der Grünen. Wir haben uns die andere Seite, Georg Rosner und Ilse Benke, in der Kellersache angehört. Große Aufregung bei den Keller im Rathaus. Warum ist das so große Aufregung? Was ist da passiert? Die Aufregung kann ich absolut nicht verstehen und ich kann inhaltlich diesen Argumenten von einer Gemeinderätin, die ich 4,5 Jahre im Gemeinderat nicht gehört habe, überhaupt nichts abgewinnen. Im Gegenteil, ich bin glücklich und froh, dass aufgrund meiner Initiative Bürgermeister Rosner sofort ein offenes Ohr gehabt hat und sich dieser Sache angenommen hat. Aufregung verstehe ich nicht, Unwahrheiten werden berichtet. Es kostet dieser Keller keinem Steuerzahler einen Cent. Fakt ist, dass durch diesen Keller eine Aufwertung des gesamten Gebäudes besteht, eine Bewirtschaftung der Innenstadt erfolgen wird. Und ich glaube, dass dieses Juwel, welches sich in dem neu gestalteten Rathaus, was eine Notwendigkeit war, wo wir viel Geld in die Hand genommen haben, dass das unabdingbar war, auch diesen Keller in dieser Form herzurichten. Von dieser Stelle möchte ich natürlich nicht verabsäumen, mich bei der Familie Böll herzlichst zu bedanken, die nach Probearbeiten zugesagt haben, in diesem Juwel etwas machen zu wollen, sei es im gastronomischen Bereich oder in welchem Bereich auch immer. Das wird die Familie Böll entscheiden. Ich bedanke mich wirklich noch einmal bei meinem Bürgermeister und bei der Familie Böll. Und werden die Gemeinderäte informiert? Ja, ich kann da noch anschließen. Ich glaube, dass das ein absoluter Gewinn für die Stadtgemeinde Oberwart ist und für die Stadt Oberwart ist, dass wir nicht nur das Rathaus hier saniert haben, sondern dass der Keller auch revitalisiert wird und vielleicht ein Treffpunkt für Jung und Alt hier in der Innenstadt wird. Und da möchte ich mich auch natürlich bei der Stadträtin und Landtagspräsidentin Benke recht herzlich bedanken. Es ist zwar ihre Initiative, auch ein Dank an die Familie Böll, die uns am Mittwoch vergangene Woche Bescheid gesagt hat, dass Probebohrungen oder Probegrabungen gesagt hat, ja, sie werden diesen Keller revitalisieren. Und am Donnerstag haben wir alle Gemeinderäte informiert, dass dies passieren wird. Es ist natürlich notwendig, dass die Arbeiten zügig vorangehen. Wir haben am 14. September die Eröffnung dieses Rathauses. Und da wollen wir so weit wie möglich die Arbeiten im Außenbereich, wo auch der Abgang zu diesem Rathauskeller sein wird, abgeschlossen haben. Und darum auch diese Geschwindigkeit. Und die Stadträte werden am kommenden Dienstag genau informiert. Wie gesagt, schriftlich wurden die Gemeinderäte informiert. Und am 12. September wird bei der Gemeinderatssitzung dieser Mietvertrag den Gemeinderäten vorgelegt und auch zum Beschluss gelangen. Abschließend möchte ich noch festhalten, dass Bürgermeister Rosner nicht nur beim Projekt Rathauskeller, sondern auch beim Projekt Biomasse und bei vielen anderen Projekten mit mir gemeinsam Sachpolitik vor Parteipolitik gestellt hat. Danke. Wir bleiben weiter in Oberwart. Dort wurden die Kandidaten der FPÖ von der dritten Landtagspräsidentin Ilse Benke präsentiert. Ilse Benke von der FPÖ, dritte Landtagspräsidentin und Bürgermeisterkandidatin in Oberwart, präsentierte ihr Team für die Gemeinderatswahl 2017. In den letzten 5 Jahren habe sie mit der FPÖ bewiesen, dass sie nicht nur eine Partei sind, die der Stadtregierung auf die Finger schaut. Mit vielen konstruktiven Ideen habe Benke die Themenführerschaft in der Stadtpolitik übernommen. Benke bewirkt sich um das Amt des Bürgermeisters, weil sie Oberwart durch 100% Einsatz mit Herz auf Erfolgskurs bringen will. Der Obmann der Liste Zukunft Mattersburg, Peter Pregel, präsentierte die Liste für die Gemeinderatswahl. Die Liste Zukunft Mattersburg stellte jetzt auch ihr Programm und 2 Jugendkandidaten für die Gemeinderatswahl 2017 vor. Auch die erste Plakatwelle wurde bei dieser Gelegenheit präsentiert. Die Liste sieht sich als Sprachrohr für alle, die sich davor scheuen, sich direkt an die etablierten Parteien zu wenden. Auch die Jugendkandidaten wollen über den Gemeinderat Pregel Probleme, Anliegen oder Verbesserungsvorschläge an die Gemeinde herantragen. Ja, wir waren auch in dieser Woche in der zweiten Liga Mitte unterwegs.
Nach dem Derby Leupersbach gegen Schattendorf waren wir beim Derby SC Neudörfel gegen SV Sieges. In dieser Sonntagsmatinee wollen die rot-schwarzen Neudörfler den Heimvorteil nutzen. Doch der Anfang ist holprig auf beiden Seiten. Da aber sehen die Siegeser in den letzten Jahren stets als Absteiger gehandelt etwas besser aus. Attacke ruft eine Gruppe von Fans nach dem Trompetenaviso. Und es klappt. Kapitän Martin Holzer bringt die Ecke von links ideal herein. Richie Horber typiert die Siegesabwehr. Schön gemacht. Und legt dann für Robert Lenta ab. 2:0 für Neudörfer in Minute 20. Jetzt machen wir weiter mit den Kurznachrichten. Die SPÖ Burgenland hat den Anteil der unter 30-Jährigen auf den Listen für die Gemeinderatswahl deutlich erhöht. Insgesamt treten für die SPÖ 5.352 Kandidatinnen und Kandidaten an. Davon sind 759 unter 30. Das entspricht einer Quote von knapp 15%. Die Volkspartei kontert gleich, dass sie die einzige Jugendpartei im Burgenland ist, sagt Jugendlandessprecher und JVP-Landeshauptmann Landtagsabgeordneter Patrick Fasekasch in Richtung SPÖ. Während sich die SPÖ immer nur vor Wahlen einen jugendlichen Anstrich verleiht, arbeitet die Volkspartei seit Jahren eng mit den jungen Generationen zusammen und setzt laufend auf junge und engagierte Persönlichkeiten. Mal sehen, wie lange der Wettkampf um die junge Generationen seitens der SPÖ und ÖVP dauert und wer hier das Rennen gewinnt wird. Grünes Licht für den Bau der S7. Die Unternehmer erwarten sich neue Impulse durch die verbesserte Infrastruktur. Wirtschaftskammer Burgenland-Präsident Ingenieur Peter Nemeth begrüßt die Entscheidung. Die Wirtschaft des Südburgenlands wird vom Ausbau der Infrastruktur profitieren. Wieder einmal versucht der Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Manfred Kölli für die Nationalratswahl zu kandidieren. Dieses Mal bei der FLÖ, Freiliste Österreich. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Und zum Schluss kommen wir zu unseren Veranstaltungshinweisen. Am 2. September beginnt um 12.30 Uhr bei der Feuerwehr in Hirn die Hirmer-Radtour. Abfahrt ist um 13 Uhr mit einem Zwischenstopp im Bauerngarten bei der Familie Gold und anschließenden Besuch des Feuerwehrheurigen in Hirn. Ebenso am 2. September findet der Tag der Sicherheit in der Benedek-Kaserne in Bruckneudorf statt. Der 30. Austria-Triathlon findet vom 1.9. bis 3.9. in Bodersdorf statt. Am 1.9. findet der Kids-Aquathlon, am 2.9. der Lang- und Halbdistanz-Triathlon und am 3.9. der Sprint- und Olympische Distanz-Triathlon statt. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Seite. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche. Wünscht Ihnen eine CCM-TV-Team Burgenland.